Hallo und willkommen zurück zu Celeste in diesem Chaos hier. Bevor wir jetzt durchgehen, möchte ich euch mal zeigen, wie das ausschaut in dem Map-Editor Löhn. Ja, hallo Löhn. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen weird. So. Hier. Hier sind wir reingekommen, wenn ihr euch erinnert. Und hier sind wir jetzt. In diesem kompletten Konstrukt. An mehr oder weniger immer wieder nicht exakt denselben Räumen, aber Räumen, die sich so ähnlich sehen, dass sie gefühlt derselbe Raum sein könnten. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Ninterbox? Nicht alle von denen haben welche. Aber ja. Ihr seht. Ihr seht. Ich weiß nicht, ob hier oben was ist. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ich weiß, dass hier unten... Hier ist der Schlüssel. Auch wenn ich gerade sagen muss, das Spiel zeigt mir gerade... Ich bin ja gerade in dem Raum hier. Das Spiel zeigt mir einen Schlüssel an. Ich wüsste nicht, wo der sein soll, weil ich mir sofort... Ah, doch, da unten. Lol. Sind hier noch andere? Also, keine Ahnung. Das ist ja auf jeden Fall ein riesiges Labyrinth. Ich lasse mir das auf meinen zweiten Monitor. Einfach, um quasi, like, eine Reference zu haben. Beziehungsweise, ich kann ja, glaube ich, auch... Wenn ich es nicht komplett irre... Was ist da für Pfeiltasten drin? Ich dachte, es geht. Ich dachte, ich könnte Räume verschieben in dem Programm hier. Warte mal, ich kann. Ja, gut, scheiß drauf. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten zu gehen. Wir können nach unten gehen, wir können zur Seite gehen. Wenn ich jetzt mal schaue, wie schaut es denn aus, wenn wir einfach nur zur Seite durchgehen? Kommen wir irgendwann an der Wand? Machen wir das mal erstmal. Ah. Oh, warte mal. Ich habe euch noch auf dem Monitor eingestellt. Das ist wahrscheinlich super optimal. So. Ja genau, hier, jetzt sind da einfach zwei Kristalle, like, das soll einen einfach irgendwie so zeigen, dass es zwar dieselben Räume sind, aber irgendwie wird es immer weirder. Und hier ist jetzt auf einmal nicht mehr exakt derselbe Raum, weil man hier nicht durchkommt. Also ja. Gut, ich habe mich jetzt, ich sag mal, ein bisschen reorientieren müssen. Also hier geht es ja nicht weiter, wie wir sehen. Ich müsste jetzt eigentlich in dem Raum sein. So. Wir gehen jetzt da. Der Schlüsselraum hat, glaube ich, auch mehrere Eingänge, wenn ich mir das so richtig ansehe.
Okay, ich müsste drei Räume in diese Richtung gehen können, also das ist jetzt quasi, beziehungsweise, also das hier ist jetzt der zweite Raum, so muss man zählen. Also das hier ist der letzte Boss eigentlich. Also der, der eigentlich ganz am Ende keinen weiteren Weg haben musste. Genau. Puh. Machen wir den Raum weg. Ah. So. Gehen wir jetzt in den Raum. Ich gehe jetzt nicht nochmal komplett durch in dem Sinne. Ich bin jetzt eigentlich mehr oder weniger in der Mitte. Den Raum durch. Kommt da wieder ein Raum an. Quasi. Monikas. Die Zeit springt halt. What? Keine Ahnung, das war ja auch nicht wirklich was Sinnvolles, was da stand. Aber gut zu wissen, dass hier quasi ein Text existiert. Zweiten Raum davon sein und. Okay, ich dachte, der wäre Glitch-Text, weil hier steht. Ah. Hier steht like Text im dem Editor drinnen, deswegen. Hier in den Stellen, in den Bereichen. Auch. LOL. Warte, dieser Raum ist voll mit denen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Das ist quasi das Gimmick von diesem Raum. Jeder, oder vielleicht nicht jeder, aber
Mehr oder weniger hat jeder Raum ein eigenes Gimmick. So, oh, okay, das ist anscheinend ein Lensflare-Raum. Oder so. Ben Gilda, der Hubler. Ja, ich habe gerade nicht mal versucht, das zu lesen. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Mal, hier sind ja gar keine Doubles. Hier ist gar kein Prepare for Trouble and Make it Double. Ja, Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Ja, wer macht das? Die Wack ist so schnell wie das. Stimmt aber ja. Hab ich was vergessen. Hier geht's auch noch Wind. So, gehen wir hier durch. Ah. Das sieht irgendwie etwas mehr barren aus. Das fehlt doch. Barren, the flow. Oh man. Hat dieser Raum irgendwas Besonderes? Bestimmt da unten mal nicht im Hintergrund. Jetzt merke ich gerade, wo das Baron aussah. Okay, wir schauen uns den Raum an. Aber gleichzeitig auch noch den drüber. Mehr oder weniger. Den Raum hier. Den da drunter, der irgendwie. Okay, der ist dunkler. Der hat einen anderen Farbton im Editor. Ich delete in meinem Editor nebenbei die Räume und ich hatte gerade irgendwie ist das Delete jetzt gerade eben nicht verschont. Also ich für unter Umständen habe ich jetzt zwei Räume deleted. Was natürlich kacke wäre.
zumindest auf jeden Fall von dem, was ich gerade gucke. Kasa. Kasa? Kasastan? Bis dahin. Ja genau, hier geht's nicht weiter. In einem... ja, etwas leeren Raum. Lehrerin. Ja, das wird einfach immer mehr barren, so wie das aussieht. Ich frage mich, ob die Räume noch irgendwelche Easter Eggs hatten, die ich jetzt einfach nicht hier gefunden habe. Unmöglich, wenn ich es nicht habe. Hier findet sich auch wieder der All Elusive Schlüssel. Der All Elusive Schlüssel. Vielleicht sind so viele Schlüssel. Oh. Es gibt auf jeden Fall noch extra Wege für goldene Erdbeeren mitnehmen und es gibt auch noch mal einen Weg für eine Platin-Erdbeere, weil ich weiß gerade nicht, ob das Spiel das gezeigt hat, aber es gibt mehrere goldene Erdbeeren in den Level. Und die Platin-Erdbeere ist quasi wirklich das ganze Level in einem Stück machen. Und nicht die einzelnen goldenen Erdbeeren-Section in einem Stück machen. Aber das ist so ein Zusatzmod, den ich ja aktuell noch nicht installiert habe. Ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass man da auch einfach cheaten darf. Weil an sich sind Mods in der Lage, auch Lage zu erkennen, ob man Variant Mode anhat. Deswegen. Weil ein Mod hat es schon mal gemacht. Selbst ja, das kann ich ja extra sagen. Das kann ich mir am besten Willen nicht ausmalen. Okay, wir sind wieder hier. Und ich würde auch damit sagen, dass damit der Part zu Ende ist. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.